Hallo liebe Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Heute räumen wir endlich mal mit den ganzen Vorurteilen über Schurken auf. Ne, Blut, Morde, Raub, Diebstahl, Rumschleichen. Das, was Schurken wirklich wollen, ist einfach nur ein bisschen planschen. Also, Schwimmflügel an und ab ins Freibad. Hat jemand Jay Alexander gesehen? Geht's ihm gut? So, ja, schön, dass ihr da seid hier in unserer wunderschönen Karibik. Wie gesagt, ich sag zu dem Set an sich, ihr werdet meine Artwork-Ratings sehen, dann wisst ihr, was ich ungefähr davon halte. Ich finde, sie übertreiben es halt wirklich ein bisschen. Aber lasst uns auf die Karten konzentrieren, mal gucken, was die Schurke so bekommt. Wir fangen an mit einem Schauplatz, The Crystal Cove. Revealed wieder von Emea, es ist, glaube ich, wieder so ein Blizzard-Ding. Oder es war halt noch nicht bekannt, wer es wirklich revealed. Mehr kann ich euch aber gar nicht sagen. Das ist das, was ich wusste, als ich dieses Video aufnehme. Ja, dreimal ein Schauplatz, drei. Aufladung, Crystal Cove, the next minion who summons this turn has its stats set to 4-4. Also den nächsten Diener, den ihr beschwört, der bekommt 4-4er Stats. Macht natürlich Sinn, einen Diener also zu beschwören danach, der also wenig Stats hat, also 1-1er oder 2-2er Stats, um ihn natürlich zu buffen. Man möchte ja seinen eigenen Diener wahrscheinlich nicht schwächen. Wichtig hier auch wirklich das Wort summon. Ne? Wenn da steht Play, heißt es ja, ihr müsst den Diener wirklich spielen. Summon bedeutet, ihr könnt ihn auch resurrecten, ihr könnt ihn aus der Hand pullen oder ihr könnt ihn halt durch irgendwie eine Waffe oder sowas beschwören. Also Summon ist immer das bessere Wort, weil Summon heißt im Endeffekt, da geht wirklich alles. Wir kommen gleich zu der einen oder anderen Karte, womit das klappt. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Schauplatz, der ne, drei Aufladungen ist relativ viel, drei Mana ist nicht zu teuer und dann funktioniert der gleich mit ein paar Karten, die wir haben. Insofern glaube ich schon, dass man daraus einiges an Value ziehen kann und das direkt eine ganz nette Schurkenkarte ist. Ist eine nette Karte, das Artwork, ja, das ist ein lustiger, bunter Schauplatz. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Wie gesagt, ob das jetzt ein Schurkenset ist, wirklich, das sei mal stark dahingestellt, aber es ist okay. Ja, Thistle-Tea-Set. Ein Zwei-Mana-Spell. Es gab mal so ein Distel-Tee, also auch das ist so ein bisschen eine Sache von früher. Da gab es, also war so eine richtig schlechte Sechs-Mana-Karte, da gab es mal Distel-Tee. Denke, daran solltest du ein bisschen erinnern. Discover a spell from another class, get a copy of it. Also ihr discovert ein Spell und ihr bekommt dann eine Kopie. Also ihr solltet den gleichen Spell zweimal bekommen. Also ihr discovert Frostblitz, habt zwei Frostblitze. Ihr discovert Feuerball, habt zwei Feuerbälle. Oder jede andere Karte. Es ist völlig solide, also für zwei Mana eine Karte zu discovern, davon dann zwei Kopien zu bekommen. Es ist ja quasi wie zwei Karten ziehen. Ziehen mag aber eventuell ein bisschen besser sein als, ne? Also natürlich könnt ihr was richtig Geiles discovern, was euch total hilft und ne, der Gegner ist wieder frustriert wie Sau. Aber ihr könnt dann auch relativ schlechte Karten discovern, die nicht so toll sind. Dann habt ihr halt die gleiche nicht so tolle Karte zweimal. Also ob es so gut ist, die gleiche Karte zweimal zu haben, sei halt auch dahingestellt. Weil viele Karten sind ja schon sehr ja, auf eine Situation beschränkt gut. Und ob die dann zweimal kommt, genau. Von dem her ist es so eine okaye Karte, wenn es so eine Art von RNG-Schurke nochmal geben sollen würde oder man braucht da mehr Support. Aber jetzt auch nichts super krass Spannendes. Spaßfaktor ist ein bisschen vorhanden und das Artwork ist halt eine Tasse Tee. Acht-Mana-Schurken-Spell. Everything must go, also quasi der Art Schlussverkauf im Spielzeugladen, würde ich mal sagen. Ich meine, da sieht man, das ist wenigstens Schurkenkarte, oder? Wie sie da in den Laden rennen und alles leer klauen. Summon two random four-cost minions, cost one less for each card you've drawn this turn. Also ihr beschwört zwei zufällige Vier-Mana-Diener und die Karte kostet halt ein Mana weniger für jede Karte, die ihr diesen. Also die Karte kostet halt mindestens, also maximal sieben. Denn eine Karte zieht ihr ja auf jeden Fall. Okay, rein theoretisch, wenn ihr im Fatigue seid, könnte die Karte trotzdem 8 kosten. Aber im Grunde genommen kann man schon mal mindestens sagen, dass die Karte 7 kostet, weil eine Karte ist ja das Mindeste, was ihr zieht. Von dem her, ja. Und dann geht es halt so weiter. Ne? Mit jeder Karte, die ihr zieht, also ihr sagt mal so, ihr beschwört für 7 Mana, also quasi 2 Vierer. Das ist natürlich nicht super toll, gar keine Frage. Aber auch da könnte man meinen, man spart schon einen Mana. Ihr aktiviert die Kampfschreie nicht und so weiter und so fort. Ja. Aber der Schurke kann nun mal Karten ziehen. Ihr könnt nun mal locker mit dem Schurken 3, 4, 5 Karten ziehen und dann beschwört ihr eventuell für 2, 3 Mana, 2 Vierer-Diener. Also ich sehe da eine Karte, die Sachen aufs Feld bringt und theoretisch 0 Mana kosten kann, die kann im Schurken auf jeden Fall abused werden und die kann auf jeden Fall stark sein. Von dem her sehe ich bei dieser Karte auf jeden Fall Potenzial. So ist die Karte ja auch ganz cool, aber das Artwork ist halt wie gesagt mal wieder sehr, sehr grausam und bräuchte ich jetzt nicht. So, da kommen wir zu den Reveals von Alistraza. Alistraza hat also auch ein paar Schurkenkarten-Reveals. Die ist ja nun mal wirklich eine sehr bekannte Streamerin, schon lange unterwegs und am Start. Ich glaube, mittlerweile macht sie gar nicht mehr so viel Hearthstone oder hat sie nur wieder auch, glaube ich, mal Marvel Snap gespielt, wie auch immer. Auf jeden Fall immer noch eine Größe im Hearthstone-Business.
Und ja, dein Piratenset. Also Piraten macht ja, also wenn wir schon bei Wassersport und Wassergedöns sind, warum auch immer der Schurke, ne, ist halt so, dann macht zumindest Piraten Sinn oder konnte man sich vielleicht denken, dass der Schurke ein paar Piratenkarten bekommt. Es gab ja auch schon so die eine oder andere Karte, die so ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass Piraten wiederkommen könnten in den letzten Minisets und Erweiterungen. Sandbox, Scoundrel, 5 Mana für 3er Pirat, Miniatur, Battlecry, your next card this turn costs 3 less. Also Kampfschrei, die nächste Karte, die ihr spielt, kostet 3 Mana weniger. Das heißt, man könnte schon behaupten, diese Karte kostet eigentlich nur 2 Mana, weil die nächste Karte kostet ja 3 Mana weniger. Natürlich, ihr müsst da erstmal hinkommen. Das heißt, ihr braucht ja erstmal 5 Mana, um sie zu spielen. Also sie kostet natürlich 5 Mana. Aber wenn man erstmal bei 5 Mana ist, dann kann man sagen, man spielt für 4 Dreier-Stats 2 Mana, weil danach kann man ja 3 Mana cheaten. Und dann bekommt ihr einen Mini. Und der Mini ist natürlich richtig großartig, weil ihr einen Mini bekommt, der 1 Mana kostet. Und ja, die nächste Karte kostet 3 weniger. Also hier cheatet ihr sogar 2 Mana nach oben. Also ihr spielt diese Karte und habt quasi Anregen, weil ihr 2 Mana nach oben geht, weil ihr halt eine Karte für 2 Mana weniger spielen könnt. Also ja, sehr, sehr gut. Also diese Karte ist schon gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, na klar, 5 Mana, aber danach könnt ihr noch eine Karte spielen und so weiter für 3 Mana weniger. Also gar nicht so kacke. Und dann den großartigen Mini, den könnte man dann mit Schattenschritt oder Breakdance, damit man das vielleicht öfter sogar auslöst. Also sehe ich da als richtig, richtig starke Karte an. Mit denen der Schurke sehr, 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 sehr viel Mana-Cheat und Schabernack treiben kann. Ich glaube, da geht richtig was. Ja, gut, es ist okay. Und das Artwork, das ist schon, der Mini ist schon sehr süß. Also der Mini mit seinen riesigen Glubschaugen ist schon sehr, sehr süß gemacht. Die Karte gibt mir jetzt nicht viel. Aber das ist schon, das muss man, da muss man wenigstens zwei geben, weil es schon super süß ist. So, kommen wir zum nächsten Piraten. Ein 3-Mana, 3-2er Pirat. Wash, also Eifer und Combos haben wir eine Copy of this Minion. Also wenn ihr vorher eine andere Karte spielt. Das heißt ja Kombo, ne? Ihr müsst vorher eine andere Karte benutzt, gespielt haben, was für den Schurken, da er meistens recht viel 0 oder 1 Mana-Karten hat, kein Riesenthema ist. Beschwört ihr eine Kopie. Das heißt, ihr bekommt für 3 Mana 3-2er Piraten mit Eifer. Das ist jetzt auch gar nicht so krass. Ich habe die Karte also relativ normal bewertet. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Karten. Also, ne? Ihr könntet den Schauplatz zum Beispiel spielen. Also, ihr spielt diesen komischen 4-4er Schauplatz. Benutzt den und dann. Spielt ihr den? Der wird zum 4-4er, beschwört eine Kopie, da habt ihr zwei 4-4er mit einem. Also mit dem Schauplatz klappt diese Karte ganz gut. Dann kommt gleich ein Legendary, das Piraten-Legendary klappt mit der Karte ganz nett, weil man dann ja auch zwei Dinge beschwört und wird gleich, ne, ihr seht es gleich. Von dem her, so ist es eine ziemlich solide Karte, klappt aber dann in Verbindung mit den ganzen anderen Karten, die man hat, ganz gut. Oder kann man damit ein paar Kömmbüchchen machen. Von dem her denke ich, dass das schon eine ganz solide Karte ist und alles andere ist auch absolut in Ordnung und das Artwork ist auch nicht super schlimm, von dem her passt das schon. Die Water Cannon, ja, wenn ihr den Gegner mal so richtig vollspritzen wollt, dann müsst ihr diese 4-Mana 3-3er Waffe spielen. After your hero attacks, summon a 1-1 Pirate that attacks a random enemy. Also ihr habt eine 4-Mana 3-3er Waffe, 3 Angriff, 3 Aufladung, also 3-mal könnt ihr zuschlagen. Und wenn ihr angreift, dann beschwört ihr einen 1-1er Piraten, der dann auch nochmal zufällig angreift. Also er kann das Face angreifen, ne? Er kann natürlich auch einen Diener angreifen, er greift zufällig irgendeinen Gegner an. Hier auch nochmal, ihr beschwört, also ihr summonet einen Piraten, also ihr könnt den Schauplatz benutzen, ne? Ihr spielt den Schauplatz, drückt auf den Knopf, ihr greift mit der Waffe an, dann beschwört ihr mit der Waffe einen 4-4er-Piraten, der dann random angreift. Also auch die Waffe klappt mit dem Schauplatz super gut. Von dem her ist das auch ganz nett. Also so ist die Pirate, denke ich, die Waffe sehr solide. Der 1-1er-Pirat, der da rauskommt, wie gesagt, der kann dann mit der einen oder anderen Karte auch wieder ein bisschen verbunden werden. Das ist ein Pirat, den man beschwört, kann nicht so schlecht sein, also. Ist, glaube ich, eine ganz gute Karte in diesem Piraten-Set. Ja, das Artwork ist, also diese Wasserpistole kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ein Ein-Mana-Spell, Dig for Treasure, draw a minion, if it's a pirate, get a coin. Auch hier super solide Karte. Für ein Mana eine Karte ziehen oder einen Diener ziehen, absolut. If it's a pirate, get a coin. Ne, du ziehst einen Diener, kriegst eine Coin. Theoretisch gesehen spielt sich die Karte von selber, weil du ziehst eine Karte für ein Mana. Und bekommst dann ja die Münze, kannst also wieder ein Mana machen. Also man könnte sogar sagen, man kann für 0 Mana einen Piraten ziehen, also eine sehr gute Karte. Einziger Punkt ist halt, es muss halt ein Pirat sein. Das heißt, kann man als Schurke, das weiß ich halt nicht, kann man als Schurke wirklich ein absolutes nur Piratendeck spielen? Also spielt man 20 Diener oder 15 Diener und das sind alles nur Piraten? Oder hat man auch 2, 3 Nicht-Piraten im Deck? Darauf wird es ankommen, wenn man doch den einen oder anderen Nicht-Piraten spielt, dann wird die Karte halt immer schlechter. Und umso mehr Piraten man spielt oder umso. Nur Piraten eventuell, dann ist die Karte halt richtig gut, weil du ziehst immer einen Piraten, du bekommst immer die Coin, kannst also immer noch direkt das eine Mana wieder drauf machen. Oder du behältst die Coin natürlich für ein, zwei, drei Turns später, um sie dann zu kombinieren. Sehr, sehr gute Karte. Und sowas wollen Schurken halt haben. Ist für mich jetzt keine großartige Karte und auch so, das Artwork sagt mir nicht zu, insofern. Aber stark ist die Karte, denke ich, auf jeden Fall in einem Piratendeck.
Ja, jetzt gibt es noch ein buntes Schiffchen, ein 2-Mana, 2-3er Toyboat. After you summon a pirate, draw a card. Also nachdem ihr einen Piraten gespielt habt, beschworen habt, auch hier beschworen. Also ihr müsst ihn nicht spielen aus der Hand, ihr könnt ihn auch irgendwie aus dem Deck pullen oder mit der Waffe. Na, auch das ist wieder wichtig. Zieht ihr eine Karte, sehr starke Karte gibt es für mich nichts. Das ist wahrscheinlich der Kator, den der Piratenschurke hat, den er braucht. Ihr spielt dieses Board, ihr greift mit der Waffe an, beschwört einen Piraten, zack, eine Karte gezogen. Ihr habt das Boot, ihr spielt diesen Kombo-Piraten, der eine Kopie macht. Ihr habt direkt zwei Piraten, direkt zwei Karten ziehen, bam. Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Karten, die irgendwie Piraten beschwören. Ihr habt diesen Miniaturpiraten, diesen Einmaler-Miniaturpiraten, der in euch eine Karte gibt, dann das, den Mana-Cheat macht, dann könnt ihr nur locker noch zwei, drei weitere Piraten spielen. Also das ist ein sehr, sehr, 2x2-3 ist absolut solide und dann locker die Möglichkeit, denke ich, 2, 3, 4 Karten zu ziehen. Also sehr starke Karte in einem Piratenschurken dann, um die Hand voll zu haben, um immer was machen zu können, um nicht out of cards zu gehen. Das wird dann, denke ich, die Karte dafür sein. Aber am Ende ist es halt nur Card Draw und Artwork. Es ist ein schönes, buntes Bötchen. Ist okay. So, kommen wir zu den Legendaries. 6-Mana, 5-5er Pirat. Shoplifter Goldbeard. After you summon the pirate, summon a copy of it that attacks a random enemy, then dies. Dafür gab es auch ein Video, aber ich dachte, das können wir uns jetzt sparen. Das ist wirklich nicht so schwierig. Also, ihr spielt einen Piraten. Und sobald ihr einen Piraten spielt, beschwört ihr eine Kopie davon. Also, es kommt eine Kopie raus. Die greift dann an. Das Face oder einen Diener und dann stirbt sie. Also, wenn ihr einen Piraten spielt, Bam, Kopie, die greift was random an. Bam, Pirat, Kopie beschwören, die greift was random. Also, immer wenn ihr einen Piraten spielt, solange Goldbit auf dem Feld ist, ne? Also nur solange Goldbit auf dem Feld ist natürlich, wenn ihr dann einen Piraten spielt, beschwört ihr noch eine weitere Kopie, die einen Angriff macht und dann stirbt. Also, auch hier, ihr greift mit der Waffe an, beschwört den 1-1er Piraten, dann würdet ihr einen zweiten 1-1er Piraten beschwören. Ihr habt Goldbeard, ihr spielt als Combo diesen Pirat, der zwei Piraten beschwört, dann würdet ihr vier Piraten aufs Feld bekommen, zwei von denen greifen direkt an und sterben dann. Und so weiter, also für jeden, absolut jeden Piraten, der irgendwie aufs Feld kommt, beschworen oder, nee, oder gespielt, beschwört ihr eine Kopie, der greift dann an und stirbt am Ende. Ist, denke ich, eine sehr, sehr solide Karte, kostet aber halt auch selber 6 Mana, also ist nicht super billig, aber da man auch das, natürlich auch das Face angreifen kann, ist das auf jeden Fall eine Win-Condition. Ich halte die Karte auch gar nicht für schlecht, also vielleicht denkt man jetzt auch nur 3 Sterne, aber ich habe 3 Sterne gegeben mit auch eher Tendenz nach oben. Ne? Man muss erstmal gucken, wie dieses Piratendeck läuft. Ich halte es jetzt auch nicht für die krasseste Win-Condition ever, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sofort denke, boah, der zerstört ja den Gegner sofort. Von dem her, aber ich glaube schon, dass das eine sehr gute Karte ist, die dann eventuell schon die Möglichkeit hat. Aber wie hat 6 Mana, ist halt auch nicht so wenig. Da muss man gucken, wie viele Piraten kann der Schurke dann wirklich mal so noch eben jammen aufs Board, dass man wirklich auch damit vernünftig Druck und Dings macht. Aber, und es ist random, das heißt, sobald der Gegner 2, 3 Diener auf dem Feld hat, greift man halt eventuell auch nicht das Face an. Also, sobald Diener auf dem Feld sind, greift man eventuell auch die Diener an, die man vielleicht gar nicht angreifen möchte. Das heißt, dieses Random ist natürlich auch so eine Sache, die das ein bisschen schlechter macht. Von dem her bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber schlecht ist die Karte, glaube ich, auf gar keinen Fall. Ja, ich meine, Spaßfaktor, ganz ehrlich, jetzt wenigstens 2 hätte es auch getan bei der Karte, so cool, so uncool ist sie nicht und das Artwork ist in Ordnung. Für ein Legendary jetzt auch wirklich nicht, also, ne, es ist ein ganz okayes Artwork, aber es ist halt auch ein Legendary, da setze ich, also beim Legendary setze ich meine Ansprüche immer ein bisschen höher als bei normalen Karten und die erfüllt es dann nicht so richtig. So, kommen wir zur zweiten Legendary, nämlich die gute Sonja, die gab es ja schon mal, ich glaube damals hieß sie Sonja Schattenklinge oder sowas, hatte auch was mit 1-Mana-Karten zu tun. Ich glaube, damals war es noch, wenn sie angegriffen haben oder so, hat man eine. Ich glaube, wenn du angegriffen hast, hast du eine. Mit einem Diener hast du eine 1-1er Kopie bekommen oder so. Ja, jetzt haben wir eine 4-Mana 3-3er Karte, Sonja Waterdancer. After you play a 1-Cost Card, get a copy of it that costs 0. 0. Ja, und das halte ich für super mächtig. Also, wenn du eine 1-Mana Karte spielst, dann bekommst du eine Kopie davon, die 0 kostet. Was kann da schon schiefgehen? Ich meine, 4-Mana ist nicht super teuer. Also, wenn man irgendwie 6-7 Mana hat, kann man locker 1, 2, 3 Ein-Mana-Karten spielen und die geben alle eine Kopie, die 0 kostet. Also hier könnte man zum Beispiel auch den Mini, also diesen Piraten-Mini, der kostet dann ja 1. Natürlich kann man jeden weiteren Mini nehmen. Natürlich hat der Schurke wahrscheinlich auch so genug 1-Mana-Karten. Breakdance zum Beispiel. Breakdance kostet 1 Mana. Dann kriegst du eine Kopie auf die Hand, die 0 kostet. Also dann hast du endlich deinen 0-Mana-Breakdance. Hast du dann endlich geschafft. Also Sonja halte ich für super mächtig. Damit wird der Schurke mit sich, also 5 Sterne kriegt sie auf jeden Fall von mir. Ich habe mal noch einen roten Stern gemacht, weil ob sie wirklich so die krasse Ultrakarte ist. Zum Beispiel Shadowwalk, also wenn ich jetzt an Shadowwalk denke, denke ich, die Karte könnte noch stärker sein und noch mehr machen. Aber damit kann der Schurke mit Sicherheit super viel anfangen, super viel cheaten, super viel rumeiern, wie der Schurke das halt gerne macht. Sehe ich sehr, sehr stark an. Spaßfaktor ist auf jeden Fall okay. Ich bin halt einfach kein Schurkenfan, ihr wisst es.
Und das Set, was ich jetzt gesehen habe, ist in Ordnung. Also das, was ich jetzt von dem Set gesehen habe, sieht jetzt nicht wie ein super schlimmes Schurkenset aus, was einem total auf die Nüsse geht. Aber auch nichts, wo ich jetzt denke, das muss ich jetzt unbedingt sofort spielen. Und das Artwork. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ihr seht hier auch die markante Karte, auf die ich noch gar nicht eingegangen bin. Die gefällt mir auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also ist wirklich eine ziemlich miese, markante Karte. Also auch hier wieder markant an sich finde ich die cool. Das Artwork ist ganz okay. Das Artwork auf der markanten Karte würde ich wieder viel besser finden. Aber ich meine, am Ende soll ja auch irgendwie, was soll die sein? So eine Water-Gymnastik, also hier so, ne, die am Beckenrand steht und Wassergymnastik macht. Das ist ja damit gedacht. Es ist für mich irgendwie nicht stimmig mit der Schurkenklasse. Ja, wir haben dieses Whisperings Workshop. Ich meine, ich habe es ja 100 Mal gesagt und ich habe ja auch schon Karten gut bewertet, aber für mich passt das irgendwie. Dieses Wasserspielset in einem Schurken haut für mich irgendwie komplett gar nicht hin und ich kann da auch dann jetzt keine Schönheit dran finden oder so. Was haltet ihr vom Schurkenset? War ein recht kurzes Video, aber wer Schurke, da gehe ich meistens eher. Also, ich kann da halt auch nicht so viel zu sagen. Ich denke, ich habe jede Karte einmal besprochen. Ist ja auch mal okay, 20 Minuten passt, ne? Schurkenfans anwesend? Plus oder Daumen hoch, Daumen runter. Wie findet ihr es? Teilt mir eure Meinung mit. Wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen. Bleibt gesund, bleibt friedlich und wir sehen uns hier auf YouTube oder auch auf Twitch. Bis dann, ciao.